Jetzt mal ganz abgesehen von den extremen Winteranglern, steht im April für die meisten Karpfenangler der Saisonstart an. Denn in der Regel ist der April die Jahreszeit, in der die Sonne das erste Mal so richtig rauskommt und das Gewässer ordentlich erwärmt. Jetzt in diesem Jahr, und ich glaube, ich brauche euch nichts erzählen, war alles ein bisschen anders. Der Winter war lang, sehr lang, und wir hatten den kältesten April seit 40 Jahren. Das war sicherlich eine ungewohnte Situation für uns alle. Und genau zu dieser Zeit habe ich eine Session von Olaf und Patrick begleitet. Befischt haben die zwei einen Torfstich. Einen ziemlich flachen Torfstich mit einer Durchschnittstiefe von ungefähr einem Meter, was in der Jahreszeit natürlich das optimale Gewässer ist. Aber auch bei den zwei hat nicht alles reibungslos funktioniert. Und die größte Einschränkung hier, man kann den See leider nur von einem Steg aus befischen, den man auch nur mit dem Boot erreichen kann. Nur zum Verständnis, die zwei haben schon eine Nacht erfolglos gefischt, bevor ich morgens bei ihnen angekommen bin. Hallo Leute, wie ihr seht, die Sonne ballert vom Feinsten. Das ist unsere erste richtige Frühjahrssession dieses Jahr. Wir haben einige tolle Wintersessions gehabt, wo wir wirklich tolle Fische gefangen haben. Wir sind jetzt allerdings weg von den tiefen Gewässern, wir sind rein in die flachen Gewässer. Für uns ist es wichtig, ein Gewässer zu haben, was sich relativ schnell erwärmt, weil das Problem ist halt, selbst wenn wir jetzt hier Sonne haben auf dem Steg, unter Wasser ist halt teilweise noch Winter und die Fische sind halt noch im Wintermodus. Das heißt für uns, das Wasser ist kalt, die Fische bewegen sich nicht so richtig, die sind, ja, die stehen halt teilweise noch in irgendwelchen Ecken und wenn wir jetzt diese Ecken finden, dann werden wir auch erfolgreich sein. Und für uns gilt es jetzt, genau diese Ecken zu finden. Die letzten 24 Stunden waren bei mir nicht ganz so erfolgreich. Wir haben jetzt Gott sei Dank den Basti hier. Der Basti hat seine Drohne starten lassen und ja, wir haben Fische gefunden. Ich werde mich jetzt mal aufmachen zu den Fischen. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum ich nicht die Rute in der Hand habe, sondern nur das Blei. Uns ist es hier nicht erlaubt, die Angel quasi mit im Boot zu haben, sondern wir dürfen nur lediglich das Blei und den Köder ablegen. Die Rute muss am Ufer bleiben. Das sind hier die Regularien, müssen wir uns dran halten. Ja, anders wäre es angenehmer, aber wir machen es. Auf zum Fischen. Ja, Olaf hat jetzt die Rute genau in den Fisch reingelegt. Ich bin mal gespannt. Wir haben eine Scopex Squid Poppy drauf gemacht in Gelb, um die Fische vielleicht nochmal durch die Lockwirkung, die an der Oberfläche lang gezogen sind, zu animieren. Aber wir sind auf jeden Fall dicht am Fisch und hoffen jetzt mal einfach in den nächsten Stunden, die Sonne kommt jetzt gerade raus, dass sich der ein oder andere zeigen wird. Wir sind gespannt. Nach Olaf hat auch Patrick seine zwei Ruten umgelegt. Aber ich nehme es gleich vorweg. Leider war die Mühe komplett umsonst. Gerade im Frühjahr macht es natürlich durchaus Sinn, die flachen Gewässer zuerst anzugreifen. Es ist logisch, sobald die Sonne rauskommt, wärmen sich diese flachen Zonen einfach extrem schnell auf. Andererseits darf man nicht vergessen, dass diese Gewässer ebenso schnell wieder auskühlen. Und jetzt in unserem Fall hatten wir Nachtstemperaturen bis an den Gefrierpunkt, morgens war wirklich alles von Reif überzogen. Und es schien den Karpfen so überhaupt nicht zu gefallen. Und deswegen haben sich die Jungs ganz spontan dazu entschlossen, alles zusammenzupacken und tagsüber nochmal an einem anderen Gewässer anzugreifen. Eins, zwei und hepp. Ja. Macht Spaß. Das zweite Gewässer war ein ganzes Stück tiefer als der Torfstich vom Morgen und dadurch eben auch nicht ganz so anfällig für schwankendes Wetter. Und schon beim Ankommen konnten wir feststellen, dass die Fische hier auch deutlich aktiver unterwegs sind.
Wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt an dem neuen Gewässer angekommen. Wir haben gerade auf der Rücktour einen Zwischenstopp gemacht. Ich bin jetzt einfach gerade mal hier das ganze Totholz abgelaufen und habe überall mal geschaut, ob ich irgendwelche Fische lokalisieren konnte. Direkt hier vorne, 5 Meter von mir entfernt, deswegen spreche ich auch ein bisschen leiser, stehen eine Handvoll Fische direkt im Totholz drin. Ich habe mir jetzt einfach sofort eine Rute geschnappt, nur die Abhackmatte, ein bisschen Kleinzeug. Habe mich jetzt montagentechnisch für einen kleinen Poppy mit einer Tigernuss entschieden und verwende jetzt hier eine Safety Clip Montage, weil die Fische echt mitten im Holz stehen und ich möchte einfach vermeiden, wenn sich ein Fisch jetzt haken sollte, dass er sich nachher festschwimmt und wenn die Montage abreißt, dass der Fisch die Montage auch loswerden kann. Aber von dem Fall gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Ich werde mir jetzt die Rute schnappen, ablegen und einfach mal schauen, ob ich den einen oder anderen da überreden kann. Ich werde dem Ganzen jetzt einfach mal eine Stunde geben. Nach dem Einwurf sind die Fische zwar gerade auseinandergespritzt, haben sich jetzt erstmal verabschiedet. Aber ich denke und hoffe einfach mal aufgrund der Wetterlage, dass die Fische sich in der nächsten Stunde da wieder einfinden werden. Ne? Ich gebe dem Ganzen jetzt, wie gesagt, erstmal eine Zeit. Sollte sich nichts tun oder so, werde ich mich nochmal weiter auf die Suche begeben. Und vielleicht finde ich die dann an einer anderen Stelle. Aber erstmal Daumen gedrückt. Vielleicht haben wir ja Glück und wir kriegen den ersten ans Band. So, während ich hier die Routen schon mal auspacke und alles fertig mache, kriegt der Patrick schon mal da hinten so ein bisschen durchs Unterholz und hat die ersten Fische gesehen. Ich sehe gerade, ich habe das falsche Rig drauf. Ich werde gleich noch mal ganz kurz das Rig ändern müssen. Ich werde gleich aufs Heli-Rig übergehen. Hat halt den großen Vorteil, dass ich halt werfen muss. Ich habe die Fische in ungefähr 80 Meter Entfernung gesehen. Es vertüdelt sich nichts. Es muss sehr, sehr schnell gehen. Der Basti, der haut in 2 bis 3 Stunden halt wieder ab. Und ich weiß nicht genau, wie der Untergrund da hinten ist, deswegen ja, setze ich jetzt alles auf eine Karte, kleinen Poppy drauf, rein damit und ja, vielleicht beißt einer. Da die ganze Angelegenheit jetzt relativ schnell gehen muss, bin ich sehr dankbar, dass Basti uns die neuen Produkte mitgebracht hat. Einmal das Helikopter-Rig und einmal das Ronnie Claw-Rig. Einfach raus aus der Packung, ran an die Schnur und rein ins Wasser damit. So, die Ruten liegen, Daumen sind gedrückt. Wollen wir hoffen, dass bevor der Basti so in 2-3 Stunden dann hier ja, den Sittich macht, dass wir vielleicht nochmal den einen oder anderen Fisch euch zeigen können. Das wäre natürlich toll, wir haben uns richtig Mühe gegeben. Wir haben die Location gewechselt, wir sind jetzt hier angekommen, wir haben die Fische schon wieder gefunden. Wie ihr allerdings gestern gesehen habt, heißt das natürlich nicht allzu viel. Wir waren voll im Fisch drinne, die Fische haben trotzdem nicht gefressen. Wir hoffen, dass das jetzt hier ein bisschen anders aussieht. Apropos Essen, ja, wir werden uns jetzt nach 2-3 Stunden so ein bisschen in der Sonne gut gehen lassen. Dann werden wir den Lieferservice anrufen und uns eine richtig geile Balkanplatte kommen lassen, um den Abschied von Basti nochmal so richtig würdig zu feiern und ja, die 2 Nächte einfach ein bisschen ausklingen zu lassen. Aufs Essen freue ich mich. Das kann ich mir vorstellen. Ja, leider war das Daumendrücken umsonst. Gerade kam zwar ein Fisch vorbei, der hat sich mal kurz dafür interessiert, hat aber keinerlei Futter aufgenommen. Ich werde jetzt einholen und werde mich nochmal auf die Suche begeben. Also die Fische, die ich vorhin sehen konnte, sind definitiv nicht mehr zurückgekommen. Die haben sich da halt doch so erschrocken. Die haben da Abstand von genommen. Aber ich bin mir sicher, bei der Wetterlage und bei dem Sonnenschein werde ich mit Sicherheit unter irgendeinem anderen Busch einen neuen Trupp finden. Und vielleicht habe ich da das Glück, einen von zu fangen. Ich hole jetzt erstmal die Rute ein. Viele? Ah, wieder so eine Handvoll wie vorhin. Handvoll. Sind sie gespookt? Nee, die sind stehen geblieben. Oh, oh. Sieht auf jeden Fall besser aus wie vorhin. Mal spannend. Daumen drücken. Die Montage hat keine 10 Minuten hier im Busch gelegen. Ich würde mir zwar jetzt gerade in dieser Situation ein paar kürzere Routen wünschen,
aber da wir halt auf dem Weg von dem anderen See waren und da nicht drauf ausgelegt waren, muss ich jetzt einfach damit klarkommen. Aber wir werden schon richten. Der Fisch muss einfach irgendwie raus. Richtig geil. Ja, Gott sei Dank sind die Fische gerade beim Ablegen diesmal nicht auseinander gespritzt und abgehauen. Die sind schön stehen geblieben und hat keine 5 Minuten gedauert, da hat der Kollege sich hier den Köder einverleibt. Richtig geil. Endlich entschneidert. Endlich entschneidert. So, ihr seht es schon, nachdem Patrick eben einen vorgelegt hat, also es hat sich bezahlt gemacht, dass Patrick da durchs Gebüsch gekrochen ist, pfiff ungefähr eine Stunde später Mainz Highway dann auch nochmal ab, genau pünktlich, der Basti hat seine Sachen schon gepackt, wird uns gleich verlassen, wir hängen noch eine Nacht dran und ja, der glückliche Abschluss einer ja, wirklich sonnigen Session letzten Endes, hat uns eine Menge Spaß gemacht und ja, wir wünschen euch viel Erfolg bei eurer Frühjahrsangelei. Ich freue mich natürlich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Und als kleines Dankeschön habe ich eine Überraschung für dich. Das nächste Projekt, was du von mir auf diesem Kanal finden wirst, ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich zeige dir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem fertigen Film. Because we have a big travel, no? See? Yeah, big travel. 2 hours now. That water looks really cloudy there by comparison to me. Falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere jetzt diesen Kanal und aktiviere die Glocke, weil das willst du auf gar keinen Fall verpassen.